Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dirt 4, schon in der 71. Folge. Wir sind immer noch in der weltweiten Rallye-Meisterschaft unterwegs. Im vierten Event fahren jetzt die vierte, fünfte und sechste Wertungsprüfung, zum Glück etwas kürzere, 6,66 Kilometer in der Hurdley Wind Farm. Und wir müssen unseren Schrotthaufen reparieren. Ich habe ihn jetzt Schrotthaufen getauft. Der Fiat Fiesta R5 ist jetzt unser Schrotthaufen. So. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Motor. Machen wir das erstmal alles. Zack. Okay. Lass irgendwie schnell Reparaturen hinkriegen. Leben ist. Federn können wir nicht ersetzen, sonst können wir alles machen. Okay, vielleicht beim Motor Standreparatur kriegen wir auch nicht. Nee, da. Nee. Ach so, nein. 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 Ja, Radgeometrie ist wichtig, Motor ist wichtig. Alles klar. 2 Minuten 30. Haben wir nicht. Okay. Haben wir da etwas Zeit gut gemacht? Nee. Weil da so Zeiten runtergegangen sind. Die Bedingungen sollten auf unserer Seite sein. Der Marshall hat nichts zu berichten. Ja. Hauptsache, wir haben dreckige, heile Teile dran. 4 Minuten 40. 5, 4, 3, 2, 1, los! In rechts 3 Überpumpe. Links 5, senke. Versuchen diesmal den Wagen etwas heiler zu lassen. Links 6. Dieses und nächstes Rennen. Links, damit er nicht kompletter. Damit er nicht Schrotthaufen 2.0 draus wird. Rechts 3, nicht steigen. In links 2, durchsenken. So, also den Schrotthaufen wird man meinen, bis auf ein paar Kleinigkeiten dazu reparieren. Nicht schneiden, rechts 5. Links 5, nicht schneiden, rechts 3. 90 Grad rechts, und, rechts 4. Ah, ganz leicht hinten, links das ist nicht schlimm. Nicht schneiden, wie gesagt, 6, wir haben ja guten Zeitabstand. Und in diesem Nebel will ich halt die Karren links komplett 6, zerstören. Durch Tor. Links 6, durchsenken. Links 4, Überpumpe. Durchsenke. Links 6, mittig halten. Überpumpe. 60, Pumpe senke. Rechts 6, rechts 4. Ich sehe nichts. Ich höre nur so rechts. Mittig halten. Überpumpe. Oh, wir haben rechts uns 6, verbessert. Haben sogar eine gute Zeit rausgefahren. Das rechts ist 3, zwar schwer zu glauben, links aber scheint anscheinend so zu haben, wenn ich so Pumpe langsam. Senke. Rechts 6. Ach du Heiland, ich sehe halt nur weiter rein gar nichts, ey Mann. Mittig halt, Überpumpe. Weil wenn es noch runter geht, siehst du erst gar nichts. Rechts nichts hier. Rechts 3. Ich will nur die Karre diesmal heilen lassen. Rechts 6. Ja gut, hier geben wir gut Zeit auf. 60. Da sehe ich gerade 3 Sekunden, ja. Links 3, nicht schneiden. Soll mir recht sein. Ich schenke dir die 3 Sekunden, bevor ich meinen Wagen wieder schrotte. Und dann in der nächsten Wertung Probleme habe. Und dass man dann wenigstens komplett reparieren können. Vor der 10,5 Kilometer langen Strecke vom letzten Rennen. Da will ich dann lieber einen komplett heilen Wagen haben. Jetzt bei den zwei kurzen ein. Sehr gut reparierten, aber vielleicht wäre was Besseres noch besser gewesen. Trotzdem haben wir hier die grüne Zeit. Ja. Vielleicht zu schnell gewesen, einen Fahrfehler gemacht, dadurch konnten wir wieder aufholen. Weil wir etwas vorsichtiger und sauberer gefahren sind. Und so langsam sind wir ja jetzt auch nicht unterwegs, finde ich. Oh. 60 durch Senke. Ja. Links 3. Vor allem ist der Motor wieder schön leise mit der Motorhaube. 60 durch Senke. Links 3. Rechts halten. Überwenden. Jawohl. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. Oh.
In offene Kehre links. Lang zum Glück nicht komplett in die Mauer gerauscht. Sechs. Links halten. Überkuppeln. Jawohl. Rechts 5. Das ist doch ganz in Ordnung. Links 1. Kuppeln. Wir halten jetzt hier. Zwei lang. Oh! In Fuck. Links halten. Sehr gut noch. In rechts 1. Lang. Wacht auf. Okay, der Wurm haben uns zur Zeit sogar verbessert auf 3 Sekunden Vorsprung. Finde ich ganz nett. Aber wie gesagt, mein Hauptziel ist diese unseren Wagen, unseren Schrotthaufen theoretisch, nicht nochmal zu einem Schrotthaufen zu machen. Es kostet ganz schön viel Geld und ich hätte vielleicht mehr Mitarbeiter holen sollen, aber ganz ehrlich, das mache ich dann vielleicht, wenn wir vor der Historic Rally da drin sind oder mal schauen, wie ich das mache. Links 5, nicht steigen. Das Geld haben wir. Ich bin mal gespannt, was für einen Rufbonus wir hoffentlich kriegen. Damit wir dann auch letztendlich mal vielleicht unser Werkstatt und alles nochmal verbessern können, unsere Anlagen auf A verbessern, weil einige schaffen leider euer Supply 50. Wir sind aber schon 46, also sollten das alles hinkriegen. Ich hätte gerne alles in den Anlagen auf A. Garagenplatz machen wir zuletzt, weil da kostet die Erweiterung 700 Öcken, also 700.000 Öcken. Nicht nur 700, sondern 700.000. Wir haben zum Glück ja schon alle Fahrzeuge. Links halten, überwenden bis Ziel. So, da kommt das Ziel und alles mit 15 klar, Sekunden Vorsprung ins Ziel. Vor Alvarez 7 Sekunden. Es Morten ist Vierter, aber egal. Sauberes Ding durchgefahren und unser Wagen ist heilig geblieben. Es ist kein neuer Schrotthaufen geworden. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Jawohl. Ein bisschen das Heck angeditscht, Mabo, aber das ist in Ordnung. So. Nochmal eine 6 Kilometer lange Strecke und danach haben wir zum Glück wieder einen Servicebereich. Geht kurz bergab, dann wieder bergauf in Lefchain First. 6,49 Kilometer, 110 Meter Höhenunterschied. Fünfte Wertungsprüfung hier. 10.30 Uhr bei bedecktem Wetter starten wir. Und wenn wir die Events, also die Wertungsprüfung haben, dann starten wir dann in Richtung Schweden in der nächsten Folge auf jeden Fall. Wenn wir uns einen guten Ruf erarbeiten, können wir an angeseheneren Events teilnehmen. Und holen uns da dann hoffentlich den Meisterschaftstitel. 5, 4, 3, 2, in der Rallye. 1, los. Rechts 6, Kuppe. In links 6, durch Senke. Links. Wir sind ja schon ein paar Folgen mit zugange. Und es freut mich dann, das irgendwann auch abschließen zu können. Aber wie gesagt, ich werde da wahrscheinlich auch genauso wie hier zwei Folgen draus machen, dass sie nicht zu lang werden. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. Und es beginnt schon wieder in einen Schrotthaufen zu verwandeln. 60 Überkuppe. Oh nein. Was ist das? Links 6. Kuppe 60. In rechts 3 Überkuppe. Links 5. Senke 80. Ja, ich weiß, dass wir hinten sind, liegt halt am Unfall, aber egal. Und nicht verrückt machen lassen, wir haben Zeit. Boah. Drift am Rand. Ist die Frage, bleibt der diesmal Highlight? Oh, und jetzt fängt der Nebel an. Jawoll. In links 6. Rechts halten, Überkuppung, 60. Halten. Links 3. Punktprobleme, oder? Rechts 4. Links, lang, durchsenken, rechts schneiden. In rechts 6, links halten, Überkuppung. Rechts 5. Alter, ich sehe gar nichts links mehr, 6. Mann. Rechts 5. Überwenden. Achtung, Kuppe, rechts 1. Das Punktproblem. Wir haben Punktproblem. Links 4. Das gibt's doch nicht, das sind also immer 5 Probleme. Also momentan sind es gerade 5 Probleme. In rechts, 3 Überkuppe. 5 Probleme im Nebel. Das ist doch geil. Rechts 3. In links 2 durchsenke. In rechts halten, durchsenke. Links 4, Überkuppe. Rechts 5. Links 1, Kuppe. In rechts 2 lang. Boah. In links halten, Überkuppe. Ja, den Nebel in haben wir halbwegs eins. Überlebt, ja, ein Glück, ey. In links 2. Oh. Hat er nicht links
Rechts 1 wahrscheinlich und links 2, aber ich hält. Links 6. Bombeck hier links. Innenhalten. Nicht schneiden. 60 über 100. Rechts 6. Oh. Links 4. Oh, Zeit verbessert. Links 6, über 100, durch Tor, 200, Achtung, langsam, scharf rechts. Links 4. Wird viel später bei uns sein. Das war 60, sehr schlecht. 130. Links 5, links 3, über 100. Aber immerhin haben wir jetzt wieder freie Sicht. Rechts 6, über 100, durch Tor, 150, links 5, links 3, über 100, nicht schneiden. Rechts 6, über 100, durch Tor, 180, durch Senke. Er verbessert seine Zeit wieder, gibt ganz schön Gas, der Kerle. Mittig halten, übersprungen, 150, 80, durch Senke. Ja, aber auch. Mittig halten, übersprungen, 150, Kuppel, Senke, rechts 6. Rechts 4, über 100, durch Senke. Mittig halten, über 100, durch Tor, rechts 6, 60, durch Senke, links 3. Warm, aber auch flott unterwegs, ey. In links 6, durch Senke, links 4, über 100, nicht schneiden. In links 6, durch Senke, 100, links 1, Kuppe. Oh, ein bisschen zu früh gebremst. In links halten, über Kuppe. Jetzt müssen wir das Ding noch einfach heile nach Hause bringen. Wir haben den Nebel überstanden und sollten das ja auch noch hinkriegen. Und ganz ehrlich, diese Drifts am Rand sind echt nicht mehr so cool. Da hätte ich etwas schneller sein links müssen. Fünf. Rechts 6, oh, links 5, nicht schneiden, rechts 3, nicht schneiden, Überkreuzung, 80. In links 6. Bis Ziel. Alles klar. Oh, eine Sekunde vorne. Da haben wir es dem ersten Mord nochmal gezeigt, ey. Da haben wir nochmal Gas gegeben am Ende. Und da haben wir uns fast um den Baum gewickelt, ey. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Ja, fand ich auch. Jawohl, weiter geht's. Natürlich, weiter geht's. So, Forge Lake Long. 10,51 Kilometer, 15 Meter Höhenunterschied haben wir. Servicebereich. 12.30 Uhr starten wir. Leichter Regenschauer. Warum muss immer dieser Regen sein? Warum auch immer bei diesen langen Strecken? Ah, ihr gönnt mir gar nichts, oder? Puh. So. Mal gucken. Du hast vielleicht bemerkt, dass folgende Kommandanten regelmäßig repariert werden. Das ist ein Turbo. Wegen der schnellen Reparaturfahren hat das Teil stark an Wertigkeit verloren. Das Problem kann erst nach dem nächsten Event gelöst werden, also muss... Wissen wir, wo jetzt damit klarkommen. Es zahlt sich wahrscheinlich aus, das Teil jetzt zu reparieren, ehe es vollständig ausfällt. Ja, bevor der Turbolader komplett ausfällt, überinspizieren wir lieber alles nochmal. Standardreparatur, Standardreparatur. Können alles reparieren und tauschen es aus. In der Hoffnung, dass es wirklich gut hält. Vorhin konnte ich leider es wirklich nicht besser reparieren. Wir müssen auf einige Stellen in unserem Aufschrieb achten. Also, volle Konzentration. So, jetzt mal 7 Minuten 23, volle Konzentration, um Smorton zu schlagen. 3, 2, 1, los. In links 6. Das war aber kurz vor Frühstart, ey. Links 6. Bombe kehre links. Innenhalten. Nicht schneiden. 60 Minuten. Hust, das habt ihr nicht gesehen. 5, 4, 3, 2, 1. Ey, das. Ey, komm. Was sind denn das für zwei Starts gewesen? 5, 4, 3, 2, 1. Los. In links 6. So, jetzt nochmal zusammenreißen, bitte. Und das gescheit machen. Links 6. Auf der Kehre links. Inhalten. Nicht schneiden. 60 über 100. So. Links 5, rechts schneiden, rechts 3. Über nicht gewohnt, 80. Mit so einem heilen Auto zu fahren, daran liegt's. Links halten, überrennen. Aber ich will 6, auch nicht wieder zum Schrotthaufen machen. In links 6, rechts halten, über 100. 60, rechts 2, links 3, rechts 4.
heftiger Unfall. Wir waren aber auch schnell unterwegs. In rechts 6, links rein, überkommen. Rechts 5. Rechts 2. Das war ein echt mieser Unfall. Wir haben unseren Schritt auf dem Zeug. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang durch Senke. In rechts 6. Das hört sich so an, als ob wir irgendwo Reifenprobleme kriegen. Rechts 5. Runter. Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innenfeld. Aber wir sind trotzdem noch sehr nah an der Zeit dran, Alter. Das hätte ich nicht gedacht. Links, so 3 Sekunden auf dem ersten, aber egal. Links, nicht schneiden, 60 wir wollten einfach zu viel, aber das startet halt nicht nochmal neu. Ich habe den nur gestartet wegen der Strafzeit in einer Minute direkt der ersten Kurve. Rechts 1, links 4. Rechts 6, durch Senke. Rechts 4, vielleicht Sprung. Rechts 6, links, 5, rechts halten, über Kuppe, links 6, in offene Kehre rechts, lang, durchsenken, links 4. Gerade so nicht in den Abgrund gerutscht. In links 2, links 5, rechts halten, über Kuppe, links 6. Oh, unsere Tür ist mal zu. In offene Kehre rechts, lang, durchsenken, nee, Wendschneiden, links 4. Au, haben wir die Front angeditscht. In links 2. Da fahren wir ein bisschen nah am Abgrund wieder. Oh, grüne Zeit, wow. Tim Müller ist trotzdem nur eine Sekunde vor uns. Aber wir werden einfach das Auto, unseren Schrotthaufen, über die Ziellinie bringen. Und werden das Event gewinnen hier in Wales und werden uns dann auch nach Schweden machen. Da warten wir dem Fahrzeug schon mal. Ich hoffe, das läuft so gut, wie es letztes Mal auch lief. Ich habe auch gesehen, dass da wieder eine mega lange Strecke auf uns wartet. Und das wird echt heftig. Ich hoffe, da haben wir wenigstens gute Bedingungen bei der langen Strecke. Nicht irgendwie Schneefall oder so. Obwohl der wenigstens nicht ganz so schlimm ist wie der Regen, der hier langsam kommt. Weil der Regen kann mir echt gestohlen bleiben. Immer hat man ein Drittel ohne. Rechts 5, Kuppe, nicht schneiden. Links 6, in rechts 3, Kuppe, 60 durch Senke, auf der Kehre links, lang, nicht schneiden. Mittig halten. Aber erstmal müssen wir das hier beenden und bis jetzt sieht das auch ganz passabel aus, was wir hier machen. Links 4. 60. Ja, halbwegs gut rumgekommen, würde ich mal behaupten. Rechts 4, links 3, Milchstein, mittig halten, über Kuppe, rechts 4, über Kuppe, in links 2, durch Tor, so. Links 6, über Kuppe, 2, über Kuppe, Milchstein, rechts 5, links 6, läuft doch, läuft doch, links läuft 5, doch, links 3, über Kuppe, Milchstein, rechts 6, über Kuppe, durch Tor, 60, in rechts 3, über Kuppe, 60 durch Senke. Auf der Kehre links, lang, nicht schneiden. Mittig halten, über Kuppe. Jawohl. Durch Senke, rechts 3, 150. Links 5, links 3, über Kuppe. Naja, hier kommen wir gut rum. Rechts 6, über Kuppe, 200. Ja, yeah, nice, nice, nice. Schaff rechts, okay. Links 4. 60, über Welle. Jawohl. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Los, 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 das war's, was. Rechts 3, lang, Kuppe. Wir fehlen immer noch. Wir haben das schöne grüne Zeit, Vorsprung. Das können wir da so schön sauber nach Hause fahren. Wir haben gerade den Flow, würde ich behaupten. Wir kommen hier wunderschön durch. Das Wetter ist gar nicht so schlimm. Der Wagen lässt sich immer noch gut fahren, obwohl die Tür als links flattert, Mann. Durch Tor, rechts halten, über Kuppe, links 3. Und auf die Frage bleibt er diesmal heile? Nein. In links 6, 60, links 6. Auf der Kehre links, innen halten. Ah, ist halt 60, unser Standhaufen. Nach dem Event kriegt er dann mal eine komplette Rundumpflege, am besten kauft gleich einen neuen. Rechts 6. Obwohl, na, die Grundbasis richten wir wieder. Links, wir machen eine heile, ist ja unser Standhaufen. Und 60 er hat schon ja Rennen für uns gewonnen und ich will ihn eigentlich nicht missen. Man baut ja so eine persönliche Bindung auf. Jetzt schließt er endlich mal diese Tür, Junge! Was verkehrt mit dir? Links 3, nicht steigen. Links 6. Ja,
Jawohl, rechts und viel weiter durch. Links 5, über Recht. Achtung, Kurve. Rechts 1. Links 4. Boah. In links 6, durch Senke. Links 4. Ja, nice, links nice, nice, nice. In links 6, durch Senke. 150, über Recht. Sofort auf der Kehre rechts. Innenhalt. Rechts 6. Links 6. Na, haben uns noch auf der Strecke auf gehalten, links, gerade so. Innenhalt. War ein Kampf. 60 pro Runde. Links auf geht's, weiter, weiter, weiter. Rechts 6, durch Senke. In links 6. Rechts halten, über Runde. Runde, über Welle. Sofort auf der Kehre rechts. Innenhalten, rechts 6. Na komm, kämpf dich hoch, Junge. Links 6. Da haben wir zwar Zeit verloren, rechts, aber... Links 5, über Recht. Noch können wir fahren, und unsere Tür ist komischerweise immer noch dran. Links, ich habe das schon das Gefühl, dass sie einfach mal irgendwann abfällt. Rechts 2. Hätten wir wenigstens mal ein bisschen Durchzug hier. Dann würden wir ein bisschen frische Luft kriegen. In offene Kehre links. Lang, durchsenken. Nicht schneiden. In rechts 6. Links halten, über Kuppe. Rechts 5. Rechts 5. Nicht schneiden. In links 2, über Kuppe. Rechts 4. Lang. Oh. Links 5, über Kuppe. Nicht schneiden. Bis Ziel. Zack, geschafft. 90 Sekunden trotzdem und erster. Wir haben in Wales unseren Sieg geholt. So gehört sich das. Ja, Mann. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Oh, schaut euch unseren Schrotthaufen nochmal an. Nächstes Mal wird er wieder heile sein. Wieder 25 Punkte. Sponsorenziel. Schließt das Event ohne Neustarts ab. Oh, wir hätten sogar wirklich mal schaffen können. Und ich starte einfach zweimal neu, weil ich es verkacke. Oh. Na egal, 125.000 Gewinn. Ah, Ruf haben wir auch 46 sogar geschafft. Könnten wir sogar mit dem nächsten Mal dann, denke ich, abschließen. Wir begeben uns dann nach Värmland, Schweden zum Finale. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr immer auf den neuesten Stand bleibt. Bis dann. Haut da rein.